Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Euer Wiki ist wieder für euch am Start und wir sind wieder im gemeinsamen Bauen-Projekt. Auch hier entschuldige ich mich nochmal vielmals dafür. Ich habe es zeitlich vom Arbeiten nicht zu Videos geschafft. Tut mir sehr, sehr leid. Ja, wir waren stehen geblieben. Wir brauchen Waffen. Und, ja. Da machen wir jetzt auch weiter. Wir sind auch kurz vor der Ernte. Ne, ich habe noch niemanden im Bauernhof drin. Doch, habe ich. Okay. Genau, also wir brauchen Waffen. Ah, stimmt. Wir bauen ja die Häuser gerade nochmal neu, die ich wieder abgerissen habe. Dann habt ihr auch gemeint, Handwerksbetriebe, damit man mehr Leute hat, am besten doch Einzelhäuser. Ah, das wird nicht reichen, ne? Nee. Okay. Hallo. Ich muss die Straße, glaube ich, wegmachen. Okay, sehr schön. Ihn haben wir direkt. Ach, die habe ich direkt ausgebaut jetzt. Also, du wirst mein Schmied. So, dann. Ah, stimmt. Das haben wir noch. Einfache Rüstungsproduktion. Nee, gerade nicht. Ich überlege tatsächlich mit Handelslogistik. Einfach damit wir mehr haben. Ach echt jetzt? Wow. Wie viel Brennholz haben wir? 74 ist nicht ganz so viel. Euch kurz raus. Der bleibt erstmal da, ist niemand drin. Das ist der Rennofen. Da wird auch schon gearbeitet. Das ist gut. Wie viele Leute habe ich eigentlich in meiner Mine? Einen. Okay. Da wird Feste abgebaut. Das ist gut. Oh, wir haben inzwischen schon 17 Tiere. Klasse. Okay. Das sind alles Doppelhäuser, ne? Gut, das ist auch unser Schreiner. Nee, das ist noch gar nichts, stimmt. Zwei Familien, eine. Hühner. Ah, die könnte man auch ausbauen. Sehr gut. Aber das waren... Ach, das war das Schrei... Ah, das war das Dilemma, genau. Das war das. Okay. Ah, sehr schön. Es ziehen Leute ein. Sehr gut. Ja, okay. Die müssen wir dann halt auch gleich ausbauen. Sehr gut. Kommt alle. Kommt näher. Yep. So, sehr gut. Die Schmiede ist auch fertig. So. Was braucht man denn? Ah, Speere, Eisenbarren, Bretter. Nur Eisenbarren.
Aha, Speere, Stangenwaffen, Schwerter. Ich würde tatsächlich, glaube ich, auf Stangenwaffen gehen, weil wenn wir uns das mal angucken. Speere, die brauchen nicht. Brauchen die mit den Stangenwaffen auch? Nee, Stangenwaffen brauchen keine Schilder. Dann machen wir doch lieber Stangenwaffen. Das ist eine gute Idee. Okay, gut. So, also das ist mein Schmied. Das passt. Dann machen wir Stangenwaffen. Bauer. Bauer und nicht zugewiesen. Niemand drin. Ah, genau deswegen die neuen Häuser. Da war was. Okay, die mal kurz weg. So, und jetzt hier nochmal Einzelhäuser. Einzelhäuser, Handwerker. Genau. Sehr gut. So, hier geht's auch vorwärts. Läuft. Sehr schön. Wie sieht's jetzt eigentlich wie technisch aus? Was haben wir denn? 15. Aktueller Überschuss 7. Da will ich 5. Da will ich 15. Das ist okay. So, wo ziehen überall Leute hin? Da, da, da. Das ist sehr gut. Das heißt, wir kriegen wieder Leute. Perfekt. Ihr seid nicht zugewiesen. Dann wärt ihr doch dann die perfekten Lederverarbeiter. Oh. Brauchen einen Holzfäller. Wetter, Holzteile. Okay. Hier sind schon... Nee, ich wollte gerade sagen, da sind schon Leute eingezogen. Hätte mich jetzt tatsächlich sehr stark gewundert. Frage wäre halt auch, oder sollen wir lieber doch auf schwerer Flug gehen? Braucht noch mal jemand den Brennholzverleih? Ich wollte gerade sagen, als ob bei uns. Okay. Als ob bei uns Dings nicht reichen würde, ja. Das Essen. So, da ziehen auch überall Leute ein. Das ist gut. Der Winter naht, das wissen wir. Ah, die Mühle ist auch da. Genau, das. Ach, stimmt, das haben wir ja schon alles vorbereitet gehabt. Oh, das ist schon komplett vorbereitet. Klasse. So, was ist jetzt hier drin? Wir haben... Okay, die machen Korn draus. Perfekt. Wie sieht's im Lager aus? Da ist auch Korn. Wir haben 78 Gerste. Und der Flachs. Was ist denn der aufgelistet? Leder, Wolle. Oh, wir haben sehr viel Wolle. Wow. Eisen sieht auch gut aus, aber... Wir hatten doch Flachs angebaut.
Naja, ich glaube nicht, dass ich damit ganz einverstanden bin. Halt, nein, nicht Flachs, Weizen. Hab ich schon Holzfäller? Ja, es ist ja die Gerberei. Weberei habe ich ja noch keine. Also vielleicht sollte ich auch einfach ins Lagerhaus gucken. Hier, 60 Flachs. Sehr schön. Wir haben auch schon Stangenwaffen. Sehr gut. Gut, dann. Du hast bestimmt noch keinen Job. Das ist gut. Weil du wirst ausgebaut und dann wirst du da Bogenmacher. So. Das sind die Stangenwaffen-Heinis. Dann brauchen wir Bögen. Speermiliz. Armbrüste müssen wir gucken. Was meint ihr eher? Armbrüste oder Bogenschützen? Ich würde halt tatsächlich beides machen. Und dann wäre hier jetzt immer noch die Frage, was machen wir da vielleicht doch? Forstwirtschaft? Oder den Jäger halt noch ein bisschen ausbauen, das wäre auch noch eine sehr gute Idee. Da wäre es sinnvoller. Nicht zugewiesen. Okay, dann bauen wir euch auch noch aus, weil wir brauchen ja auch noch einen hier Schneider. Genau, wir brauchen jetzt noch eine Bogenwerkstatt und einen Schneider. Und dann brauchen wir als nächstes noch den Metzger. Schon schön gemacht, die Tiere. Ja, noch 100 Tage, Leute. 100 Tage. Stimmt, dann brauchen wir eigentlich hier noch die Taverne müssen wir noch bauen dann. Und die Weberei brauchen wir ja noch. Macht sich da ganz gut. So, du produzierst kräftig, ja. So, Hofstätte 2. Du wirst mein Schneider. Ah, wir brauchen Bretter. Okay. Nee, wir nehmen den schweren Flug. So. Dann, dann brauchen wir noch einen Anbindebalken. Beziehungsweise, wo sind die ganzen Anbindebalken?
da. Wir könnten ja hier auch einfach dann Stall draus machen, ne? Aber erstmal einfach so einen Anbindebalken. Und da. Ach, das sind beide ja nebeneinander. Und dann hier nochmal einen Ops. Genau, der kommt dann dahin. Und wir brauchen jetzt unbedingt Brettern. Ach so, wegen der Reserve, ne? Neun Stangenwaffen haben wir schon. Klasse. Ah, das ist natürlich richtig blöd. So, bei euch gibt es jetzt ja gerade nichts zu tun. Raus mit euch. Weil in der Zeit werden jetzt hier... Es wird gemahlen. Es wird Brot gebacken. Nein, ihr kriegt keinen eigenen Stand. So, Weberei. Ne, hier gibt es auch nichts Besonderes da erstmal. Ihr habt auch keinen eigenen Stand. Genau, Gampensons. Ja, dafür braucht man nämlich Leinen. Da sind wir nämlich schon wieder. So, und ihr sollt ja mein Bogner werden. So. Sehr gut. Wie sollen wir schon wieder einen neuen Bekleidungsstand? Ich habe doch gesagt, ihr dürft nicht. Aber für die Weberei ist das der Weg halt wirklich perfekt, ne? Ich würde tatsächlich für Nahrung 2... Da machen wir auch erstmal 2 rein. Wenn wir da jetzt einen Viehhüter zuweisen, im Winter machen die ja nichts, ne? So, Bogenwerkstatt fertig. Was brauche ich denn dafür? Eisenteile brauche ich für die Armbrüste? Ne, dann gibt es nur Bretter. Dann gibt es nur Bögen erstmal. Aber wir haben noch 27 Tage. Hm. 14, 36. Läuft. Wir könnten in dem Fall mal noch uns die Gedanken machen über, hier mal langsam, die Taverne und das Herrenhaus. Oder dahin? So rum. Die Taverne aber erst. Ah, doch, bauen können wir sie schon. Also zumindest mal einen Auftrag geben kann man es ja. Wenn ich es heute noch finde. Hier, Taverne. Sehr gut. Brennholz haben wir auch wieder. Sehr gut. Ich würde tatsächlich sogar sagen, den Radius macht man einfach so. Und dann machen wir den hier. Und dann könnt ihr alles abholzen drumrum, wie sie gerade lustig sind, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Bogenschützen zusammen. Gut wäre es nämlich halt schon, ne?
3 Stück haben wir schon. Yay. Fehlende Rekruten. Ja gut, da braucht man schon... Ach. So. Wir bräuchten 108 Einwohner. Oh, wir haben gerade echt gut Geld. Oh, wir haben gerade richtig gut Geld tatsächlich. Und bekommen immer mehr. Klasse. Da könnten wir so notfalls sogar Söldner anheuern. Wo ist denn das mit den Söldnern nochmal? Armee? Neue Einheit? Ah, hier, Söldner anheuern. Die Grünkappen. Eine Bande geläuterter Gesetzloser, die mit denen für ihren... Na, okay, wie ist es? Das Kosten für die Schatzkammer 90 für jeden Dienstmonat. Ach, das ist aber die Kohle. Ja. Oh, wir brauchen jetzt hier wieder Leute. Aha. Feindliche Einheit gesichtet. Ach, nur ihr? Ja, ich glaube, das könnten wir schaffen. Bis die bei uns sind, das ist okay. So, dann das alles, was ich doppelt und dreifach reingetan habe. Wir brauchen nur noch, weil wir werden wahrscheinlich keinen... Mehl haben wir noch, das ist okay. Wir haben aber kein Korn mehr. Gut, das heißt, hier ist erstmal Sendepause. Hier kommt der eine Ochs dazu. Noch zwei übrig. Dann so. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr so viel Brennholz. Da reicht noch einer. Sägegrube ist jemand drin. Ich würde tatsächlich auch aus dem Brennofen einen rausnehmen. Dann machen wir den auch nochmal da rein. Dann geht hier was. Genau. Wir haben noch keinen einzigen Bogen. Achso, übrige Bögen, ja. Sehr gut. Perfekt. Wie ist es mit Essen? Ah, genau. Wir brauchen noch die Melzerei dann. Die Taverne ist fertig. Wir brauchen noch die Melzerei und eine Brauerei. Genau, Melzerei. Die könnte man hier dann zum Beispiel ja reinmachen. Beziehungsweise die Brauereierweiterung. Kann man da reinmachen. Wenn eine normale Brauerei gibt es ja nicht. Ne? Nee. Oder? Nee. Nur die Melzerei gibt es. Und die ist ja hier... Da. Habe ich die aber nicht noch schon irgendwo gebaut gehabt? Brennofen, Sägegrube? Na gut. 38, das heißt, wir haben es bald sehr schön. Gut. Jetzt muss ich die ganze Zeit nach oben gucken, wo die sind, ne? Absatz einfügen. Verhandeln, Erklärung. Ach, du kannst mit denen gar nicht verhandeln. Okay. Die sind hier hinten, die Briganten. Ja, die brauchen ja... Ah, jetzt sind es mehr. 3 Stück. Mit allem Möglichen. Ja gut. Das könnte interessant werden. 7 Bogenschützen. Na gut, 40. 47 haben wir. Da kommt ja noch ein bisschen was zusammen, ne? Und ansonsten... Holen wir uns doch... Ah ne, wir haben ja kein Geld für den Söldnertrupp. Na gut.
Aber ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt wie immer fleißig in die Kommentare. Das funktioniert in diesem Projekt ja wundervoll. Und abonnieren, Glocke aktivieren. Und ich sage vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Wiki sagt Wysikowski.